Für welche Kämpfe machen Sie sich denn fertig? Sind doch alles friedlich, die Leute hier. Gehen Sie mal weg. Sie haben ja selber. Geht immer weg? Ja, ist ja gut. So aggressiv oder was? Sie haben den falschen Beruf gewählt. Junge, Junge. Ich bin ja von Polizisten, bin ja einen Kollegen attackiert. Was soll denn das? Schon attackiert worden von hier den Söldnern. Das gibt's nicht. Der hat sich gerade angezogen hier mit Kampfausrüstung. Ja. Da habe ich gesagt, für welchen Kampf machen Sie sich denn bereit? Sie sehen doch, sind alle Leute friedlich hier. Fingen mich sofort an zu boxen und alles sowas. Fingen an, was mit Mindestabstand. Der hat selber keine Maske und ich sag, was soll der das? Ja? Das wird lustig. Gell? Die können alle machen, was sie wollen. Ja, das scheint die nächste Eskalation mit der Terrortaktik zu sein. Wirklich die Leute. Natürlich, ja, ja, klar. Es wird immer krimineller. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Ich wollte irgendwas sagen, aber. Achso, ich wollte dir jemanden vorstellen heute. Der kommt nachher. Kennst du den Geronimo? Sagt er das was? Kennst du den? Hendrik Geronimo? Sagt er das was? Typ, der habe ich das erste Mal im letzten Sommer gesehen. Komplett im weißen Anzug. Sowas von Typ, das kennst du nicht. Und, ach, der, ja. Der, doch. Und der wäre bereit, auch eine Rede zu halten. Das ist ja mit der Jill ist da, die Interview mit dir auch gerne machen. Der kommt nachher her. Das wäre echt toll. Okay. Und das Hendrik zusammen machen? Hm? Das zusammen machen? Na klar, natürlich. Ja, der wäre glücklich, wenn er dich kennenlernt und hat mir was erzählt, er würde gerne ein Interview machen und so. Ich habe gesagt, wer weiß, wie das heute läuft. Aber hier ist schon wieder was zu sagen. Ja. Das ist aber nicht genehmigt. Ja. 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 Wie lange ist es? Zur Veranstaltung ist wirklich die gute Jill. Natürlich ist es vereinsumfällig und so, aber hat sie Jill gesagt, ja, ja. Wir haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Oder was? Ja, doch klar. Ja, mit drin. Also, Jill hat angemeldet. Ja. Okay. Ja, aber das wird heute. Die sind schon alle bereit, ja? Eine Scheißnummer, gell? Zum Kotzen. Mal gucken. Aber dieser Typ hier eben. Ich habe gesagt, die haben einen falschen Beruf, gell? Ja, ich habe es dem Kollegen gesagt, der Kollege hat einen falschen Beruf, gell? Weil der auch so auf Person. Also, ja. Das sind ja Terroristen, ne? Ja. Das wissen wir ja, oder? Ne? Ich hab's immer gewusst, Hendrik. Okay, also. Praktisch die Vorgehensweise. Und die hoffen noch, dass wir irgendwie verschwinden würden und dass sie jetzt den Schlag treffen. Naja. Wenn sie jetzt das Wochenende quasi zerstört haben. Naja. Mein Polizist, als ich da am Walter Schneider-Platz war und wo ich eigentlich hätte was sagen sollen, auch der. Ich sagte mir dann, die Demonstration ist verboten. Und dann sagte ich, weil die Demonstration kann man nicht verbieten. Und dann sagt er, doch, es ist verboten. Und dann sagt er, ja, aber wir haben ja eine Spontanversammlung. Haben es gar nicht durch. Wir lassen keine Spontanversammlung mal zu und so weiter. Dann haben sie halt den Senat, dann machen wir die Leute quasi so durch den Staat. Aber hier heißt ja bei uns nicht, dass die was kaputt machen, sondern dass die dann alle reinkommen. Und dann kann sie ja Zeit dann hier. Ja, beim Potsdamer Platz, aber da sind die ganzen Geschichten. Ich habe viel gesehen. Aber eine lustige Sache mit dem Computer am Sonnabend, oder Freitag, natürlich am Tag, das war ganz toll. Also hier braucht sich was zusammen, wir müssen von allem ausgehen. Ja? Okay.
Ich muss mal den Ich begrüße erstmal die restlichen Leute. Samuel? Hi. Moin. Jetzt haben wir uns wieder getroffen. Nein. Ja. Aber jetzt ging es nicht mehr so viele Zeitungen, wie du machst. Mein Freund, moin. Ja, ich bin hier rüber. Ja. Alle dürfen machen, was sie wollen. Ja. Hier stehen die ganzen Bullen. Und als ich angekommen bin, hat sich gerade einer so eine Kampfmontur angezogen. Habe ich gesagt, wofür machen Sie sich denn hier bereit? Ja? Sind doch alle friedlich hier und so, ja? Und dann fing er gleich an, mich anzustoßen, so ein 250 Hühn, ne? Ja. Ja? Und aggressiv und Abstand, der hat selber keine Maske, keinen Abstand. Dann habe ich gesagt, dass er einen falschen Beruf gewählt hat. Ja? Der ist so aggressiv zu seinen Kollegen hier. Der Kollege ist fällig und so weiter. Oh, das wird heute lustig werden. Ja. Das wird noch lustig. Oh Mann. Wahnsinn. Aber naja. Guck mal, die wollen uns niederschlagen heute wahrscheinlich. Da müssen wir davon ausgehen. Schön, mein Schatz. Moin. Du, ich habe einen super Redner für dich eingekauft. Ja. Ich habe meine Geronimo. Der ist Mann aus Thüringen. Nee, der kommt jetzt her aus Kreuzberg. Und der wird eine Rede halten. Der kann das auch. Der hat am Brandenburger Tor Reden gehalten. Das ist der schicke Typ mit Anzug und Hut, weißt du? Kennst du den vielleicht? Geronimo Foggio. Da kommt der, ich habe ihn schon gefragt, ob er eine Rede halten, der kann das auch. Okay? Ja. Ja? Gut. Und am Freitag habe ich den Typ getroffen, diesen Kieler. Den habe ich geredet wegen der Antifa. Der Typ. Ja. Was ist? Der hat dann geredet auf diese Kunst- und Kultur-Demo. Ja. Erstmal die ersten Informationen. Die machen sich bereit zum Zusammenschlagen. Gell? Alle können machen, was sie wollen. Hier hinten. Als ich gekommen bin, war so ein extrem aggressiver Bulle. Warte mal, lass ja, gut, okay. Captain, mein Schatz. Hey, aber ich will doch, dass die Leute gleich tanzen. Ich kann mich doch als DJ nicht hier mit von der Tanzfläche stellen. Jetzt wird nicht getanzt, jetzt wird geredet. Danach wird getanzt. Ja gut. Und dann soll ich dann und dann schiebe ich mit dir das Teil wieder zurück. Okay? Okay. Captain, die Sekunde muss Zeit sein. Moin, mein Schatz. Ich sag dir, Alter, die Aufnahmen von dem Abend. Absolut genial. Hast du mir schon geschickt? Nein, ich bin doch noch in Berlin. Ich muss erst nach Hause fahren. Ich habe dir nichts nach Hause. Morgen Abend. Das ist runterladen. Morgen Abend. Das dauert noch ein bisschen. Okay, morgen Abend würde ich gerne 5 schneiden wahrscheinlich. Dann bis dahin schaffe ich es nicht. Aber morgen Abend wäre auch noch ausreichend. Ich schaffe es nicht bis morgen Abend. Da bin ich noch nicht mal in Erfurt. Ich muss erst auf meinen Computer runterladen, auf YouTube hochladen und so weiter. Das dauert. Was hast du denn da für ein Speicherding drin? 64 GB. Ja, eine SD-Karte oder was? Ja. Die kann man ja direkt in den Computer stecken und kann die rüberspielen. Das können wir machen, genau. Solange wir noch nicht zusammengeschlagen sind heute, gell? Ja. Captain, ja. Das könnten wir machen. Das machen wir aber Captain, das ist obergenial, ich sag's dir. Ja? Der ist richtig geil. Ist wirklich geil, glaub mir. Mein Freund, hast du gut gefrühstückt? Ja, die machen sich ja kampfbereit, alle. Sollen sie doch kommen. Naja, die Säcke durch. Das ist unglaublich. Die sind in der Unterzahl. Naja, die haben doch Verstärkung, keine Probleme. Wir rufen dann noch ein paar Tausend. Ich bin hier angekommen. Ein extrem aggressiver 2,50 Meter Typ, Bulle, zieht sich gerade die Kampfantour an. Ja? Gehe ich zu dem hin und sage dem, warum er sich ja kampfbereit macht. Sie sehen doch, dass hier alle friedlich sind und so, ja. Und da war der gleich aggressiv, fing mich an, volle Kanne zu boxen und so weiter. Richtig beschissen. Hast du das? Das habe ich nicht. Doch, ich glaube sogar, ja. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, aber weil ich gerade aufgestanden bin.
Und dann habe ich mit seinen Kollegen hier, der hat einen falschen Beruf, gell? Der Typ ist ja voll aggro und so weiter und so fort in der Richtung. Ja, den ist wohl nicht die Impfung bekommen, hätte ich gesagt. Wahrscheinlich, ja. Das denke ich auch. Nee, aber die machen sich bereit, um uns zusammenzuschlagen heute. Davon gehe ich mal aus. Nee. Ich weiß das nicht, mal sehen. Aber hier können machen, was sie wollen, gell? Aber hier sind die Terroristen, sind wir, gell? Ja, da wirklich, oder? Antifaschisten. Antifaschisten auch noch. Das ist, also schlimmer geht's gar nicht mehr. Mal gucken. Alter Schwede, ey, echt. Geht schon mal gut los heute. Diese Wichser.